flirtet eigentlich eine süße, schüchterne, aber auch gleichzeitig sehr intelligente Frau? Zeigt sie mir Signale, dass sie an mir interessiert ist? Worauf sollte ich achten? Flirten zu lernen ist, wie Anziehung selbst, für viele Männer ein Mysterium. In diesem Video wirst du einen klaren Leitfaden bekommen, woran du erkennst, dass eine schüchterne oder schöne und intelligente Frau dich mag. Und wie du spielerisch einen Flirt mit ihr startest, auch wenn du selber schüchtern bist oder dich noch zurückhältst. Als erstes müssen wir mit diesem bescheuerten Irrglauben aufhören, dass du nicht flirten kannst. Jeder kann flirten lernen. In Wahrheit können die meisten jetzt schon flirten. Flirten ist nichts Besonderes. Du tust es mit deinen Kumpels oder Freunden auch jetzt schon. Ja, tatsächlich. Jedes Mal, wenn du einen Spaß machst oder ihn ein wenig aufziehst, das ist ein Flirt. Dabei müssen wir uns nicht mal sexuell angezogen fühlen. Das ist ja das Schöne am Flirten. Es ist unschuldig. Aber bei Frauen, die wir mögen, da ist es anders. Wenn wir wirklich tief genug graben, wissen wir, dass der Grund, wieso wir es dort nicht tun, Angst ist. Die Angst, etwas falsch zu machen. Die Angst, einer Frau unser Interesse zu früh zu zeigen. Aber das ist okay. Denn genau dieses Video ist für dich. Wenn es um die Liebe geht, da sind Männer und Frauen gar nicht so verschieden. Du wirst es bestimmt kennen, dass dir irgendwann einmal eine Frau wirklich, wirklich gefallen hat oder sogar etwas bedeutet hat. Aber hast entweder irgendetwas getan oder gesagt, was sie von dir abgeschreckt hat. Oder sie hat sich mit der Zeit einfach Stück für Stück distanziert. Wir haben die Angst, etwas falsch zu machen, die falschen Dinge zu sagen, im richtigen Moment zu zögern oder ihre Anzeichen nicht zu erkennen. Diese Angst, die du, ich und alle Männer, die zu mir ins Coaching kommen, gemeinsam haben, stammt daher, dass wir alle irgendwann einmal die Erfahrung gemacht haben, aus der diese Angst stammt. Du hast vielleicht die Bilder jetzt schon direkt im Kopf von dieser einen Frau, dieser einen Situation und der einen verpassten Chance. Und nun stülpen wir dieses Horrorszenario über jedes Kennenlernen, jede Situation und jede Frau, die wir mögen. Wir wollen sie nicht verlieren und deswegen verhalten wir uns anders. Und genau dasselbe machen Frauen. Um Frauen zu verstehen, müssen wir Folgendes nachempfinden. Wenn Ihre Arbeitskollegen euch gemeinsam in einer offensichtlich kompromittierenden Situation sehen, könnte es negative Folgen für Ihren Beruf haben. Und wenn Ihre Familie oder Freundinnen es mitkriegen, dann besteht die Gefahr ebenso. Frauen wollen nicht das Gefühl haben, jedem eine Erklärung schuldig zu sein. Derselbe Grund, warum sie im Urlaub viel leichter loslassen kann und sich auf ein Abenteuer einlässt, als in ihrer eigenen Stadt. What happens in Vegas, stays in Vegas. Wenn eine intelligente oder schüchterne Frau dich mag, dann wird sie ihr Interesse versuchen zu unterdrücken, es nicht offensichtlich zu machen, dir einen Wink mit dem Zaunpfahl zu geben, aber ohne den ersten Schritt wirklich machen zu müssen. Das heißt, sie möchte sich die Möglichkeit offen lassen, ihr Interesse gegebenenfalls abzustreiten. Wenn du also wissen möchtest, ob eine Frau mit dir flirtet, dann achte darauf, ob sie ihr Interesse unter dem Radar kundtut. Sie fragt dich vielleicht um Hilfe, um einen allgemeinen Ratschlag oder sucht deine Nähe. Selbstverständlich entspringt das aus der Angst vor Verurteilung. Frauen werden in unserer Gesellschaft leider immer noch dafür verurteilt, wenn sie sich freizügig zeigen. Verdammt nochmal, wenn sie einfach nur einen Mann mögen, werden sie davon schon als sie hat sich hochgeschlafen oder sie ist einfach nur leicht zu haben abgestempelt. So wie wir Angst haben, auf die Schnauze zu fallen. Wir haben beide Angst. Also lass uns gemeinsam diese Angst überwinden. Für sie. Denn jetzt erfährst du zwei Wege, um durch diesen ganzen Dschungel hindurch trotzdem mit ihr zu flirten und Anziehung zu erzeugen. Erstens, wir können ihr unser Interesse ganz direkt klar machen. Das können wir tun, wenn wir uns in einem geschützten Raum befinden, bei dem sie sich sicher fühlt, dass sie vor anderen nicht verurteilt wird. Im besten Falle sollten es andere Menschen gar nicht mitkriegen. Also wenn wir so direkt sind, dann müssen wir auch okay damit sein, falls sie Nein sagt. Mit dieser Fähigkeit und Unabhängigkeit sind alle Männer geboren worden, auch wenn wir es manchmal vergessen. Ich sehe es im Coaching jede Woche, wenn ein neuer Absolvent grinsend das Coaching verlässt. Ich fühle so, wie die Frauen oder mich einfach gänzlich anders wahrnehmen. Männlich, maskulin, attraktiv, ja, einfach in meiner Essenz. Diese Fähigkeit steckt schon längst in dir drin. Du hast diesen Mut. Aber wir müssen aus all den genannten Gründen ja gar kein direktes Interesse zeigen. Was manchmal viel angebrachter und diskreter funktioniert, ist zweitens
verspieltes Interesse. Diese Kunst zu flirten ermöglicht es ihr, eure gegenseitige Anziehung vor ihren Kollegen, Freunden und Bekannten auch so lange abstreiten zu können, wie es nötig ist. Was? Der Andi? Ach, nein, wir sind nur Freunde. Bis ihr schließlich irgendwann die offizielle Verlautbarung machen könnt, dass ihr zusammen seid. Oder kennst du etwa keine Pärchen, die sich am Arbeitsplatz kennengelernt haben? Verspieltes Interesse. Darum, weil es im Konjunktiv stattfindet. Wenn du nicht so anstrengend wärst, hätte ich dich schon längst auf einen Kaffee eingeladen. Wir könnten auch zusammen auswandern und ein Restaurant in den Pyrenäen eröffnen. Würdest du mir einen Gefallen tun? Könntest du dir für unsere Flitterwochen merken, dieses Thema nicht anzusprechen? Benimm dich, sonst nehme ich dich nicht mehr mit. Wir zeigen unser Interesse, aber wir legen dabei ein fiktives, nicht existierendes Szenario zugrunde. Wir mögen uns nicht, sondern wir könnten uns mögen. Ich habe gar kein Interesse an ihr, sondern ich hätte vielleicht Interesse an ihr. Ich werde sie bestimmt nicht heiraten, sondern wir würden zusammen durchbrennen, wenn es Umstand X nicht gäbe. Schöne und intelligente Frauen können die wahre Bedeutung der Worte wahrnehmen und möchten deswegen, dass wir, was unsere Anziehung angeht, Diskretion an den Tag legen. Das ist keine Wissenschaft, sondern mehr wie Musik. Und auch du kannst diese Kunst lernen. Es ist einfach nur ein geiles Gefühl zu haben, dass man einfach jemanden ansprechen kann, mit dem flirten kann und dann die Wahl hat. Möchte man mehr? Oder möchte man einfach sagen, okay, danke, das war's und schönen Tag noch. Ist einfach nur geil. Vor allem das Date gestern, das war einfach der Hammer. Ich kann die Frauen ansprechen und kennenlernen, die ich möchte. Das habe ich so viele Jahre nicht geschafft und jetzt kann ich es. Wenn ich dir dabei helfen soll, wie hunderte Männer vor dir, ein glückliches Leben mit Frauen an deiner Seite zu führen, dann komm ins kostenlose Erstgespräch. Informiere dich, indem du auf diesen Button klickst und ich sehe dich auf der nächsten Seite.